Hallo, ihr lieben Leseratten, herzlich willkommen zu dieser kleinen Buchvorstellung. Als erstes, heute ist etwas dunkel, es wird aber diese Woche auch nicht heller. Von daher versuche ich mich so wenig wie möglich zu bewegen. Falls es etwas merkwürdig aussieht, liegt das daran, dass ich keine Streifen ziehen möchte. Zweitens, es könnte sein, dass es hinter mir etwas anders aussieht. Die Bücher sind anders aufgeteilt, weil ich habe aufgeräumt. Also mehr oder weniger. Ich habe alles aussortiert, habe es ein bisschen weiter rüber geschoben, habe wieder alles einsortiert und dasselbe mit dem zweiten Regal auch. Weil da drüben soll noch ein neues Bücherregal hin und da war vorher kein Platz. Deswegen dachte ich mir, so viele Zentimeter wie möglich rausschlagen und habe quasi die beiden Bücherregale alle ein bisschen weiter hinter gemacht. Aber ich glaube, ihr seht jetzt nicht so den Mega-Unterschied so von der Aufteilung her. Aber höchstwahrscheinlich sind da andere Bücher jetzt im Hintergrund als in den letzten 50 Videos. So, das kann gut passieren. Ich habe jetzt nicht überall nachgeguckt, wie ich das aufgeteilt habe. Ich weiß nur, dass sie jetzt definitiv anders dastehen. So, okay. Diesmal geht es um Into the Water von Paula Hawkins. Ich habe das Buch als Mängelexemplar bei McGuides gekauft. Ich hatte schon Girl on the Train von Paula Hawkins gelesen, hatte ich damals aber nicht vorgestellt, weil ich das tatsächlich sehr zeitnah gelesen hatte, als es rauskam. Und es war noch die Zeit, als ich gesagt habe, ja, also Neuerscheinungen und so Bestseller lese ich nicht. Mittlerweile hat sich das ja etwas geändert. Ich möchte mich nicht so weit limitieren. Und deswegen dachte ich mir, A Girl on the Train hatte mir sehr gut gefallen, auch wenn ich es nicht vorgestellt habe. Und da dachte ich mir, ja, warum eigentlich nicht? Deswegen habe ich Into the Water quasi mitgenommen, als ich es gesehen habe. Ich habe mich an den Namen der Autorin erinnert. So. Außerdem hat mir das Cover sehr gut gefallen. Mir gefällt dieses Wasser, dieses schwarz-blau-weiße Cover, was eher schlicht ist, aber doch viel zu bieten hat, wenn man mal näher hinschaut. Meine Ausgabe ist von Blanc Valais oder wie auch immer man den Verlag ausspricht. In Into the Water geht es um Jules. Jules muss zurück in ihre Heimatstadt, denn ihre Schwester Nell ist gestorben. Sie hat einen Anruf bekommen, dass Nell ertrunken ist im Drowning Pool. Und deswegen muss sie zurückkehren nach Beckford. Sie hat eigentlich dieser Stadt den Rücken gekehrt vor einigen Jahren, weil sie dort eine ganz schlimme Erfahrung gemacht hat und wollte auch nie wieder zurückkehren. Aber ja, natürlich muss sie dann zurück nach Beckford, um sich um ihre Nichte zu kümmern, Lena. Nell hat zwar auch mal zwischenzeitlich woanders gewohnt, ist aber irgendwann zurückgekommen in die Heimatstadt der beiden Schwestern. Hauptsächlich, weil sie sich schon ihr ganzes Leben lang angezogen gefühlt hat vom Drowning Pool, von diesem Gewässer, diesem Fluss, was da durch den Ort, was machen Flüsse? Fließt, genau. Ja, und als Jules dann in Beckford ankommt, wird sie natürlich erstmal wieder erschlagen von ihren Erinnerungen an damals. Sie ist aber auch der ganz festen Überzeugung, Nell hat sich nicht umgebracht. Alle Leute behaupten das, sie sagen, Nell hat Selbstmord begangen. Aber Jules sagt, Nell hätte nie im Leben Selbstmord begangen. Sie ist aber die Einzige irgendwie, die das glaubt. Sogar Lena denkt, dass ihre Mutter Selbstmord begangen hat. Was sehr merkwürdig ist, ehrlich gesagt. Fand ich sehr merkwürdig. Aber nach einiger Zeit ergibt dann natürlich alles einen Sinn, weil wir dann die ganzen Hintergründe erfahren. Außerdem haben wir Fragmente eines Buches, die öfters mal eingefügt worden. Es ist ein Buch, das Nell schreiben wollte über die Frauen, die im Drowning Pool ertränkt wurden oder sich selbst ertränkt haben. Sie hat das Buch den Frauen gewidmet, den unbequemen Frauen gewidmet. Genauso hat Paula Hawkins dieses Buch allen unbequemen Frauen gewidmet, was ich ein sehr schöner Touch fand. Auch diese Fragmente von Nells Buch waren sehr spannend, ehrlich gesagt. Es sollte wohl so eine Art Bildband werden, wo dann aber die Opfer des Drowning Pools halt eben noch schriftlich eine Rolle gespielt haben. Und das war ganz nett.
So, das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten war Jules, das fand ich nicht unbedingt so die allerbeste Hauptfigur. Ich kam mit ihr jetzt nicht so sehr zur Rande. Sie war ein bisschen schwierig für mich. Aber das waren irgendwie alle Personen in dem Buch. Also irgendwann hatte ich alle im Verdacht, dass sie Nell getötet haben, ehrlich gesagt. Die waren so merkwürdig, die Menschen dort in Beckford, dass mich das ehrlich gesagt nicht gewundert hätte. Ja, Jules ist nicht so gerne dort, wie ich schon erwähnt habe, aber sie ist der Meinung, sie muss sich jetzt um ihre Nichte kümmern. Es wird von ihr erwartet. Lena erwartet aber überhaupt nicht, dass sich irgendjemand um sie kümmert. Sie stiehlt sich die meiste Zeit davon, kann mit ihrer Tante überhaupt nichts anfangen. Vor allem, weil Jules und Nell eben überhaupt keinen Kontakt mehr hatten über Jahre hinweg. Nell hat sie zwar öfters mal angerufen, aber sie hat nicht zurückgerufen, sie hat nicht abgenommen, sie wollte gar nichts mit ihrer Schwester zu tun haben und dementsprechend auch nicht mit ihrer Nichte. Und deswegen kann Lena auch einfach gar nichts mit ihr so wirklich anfangen, weil sie kennt sie ja gar nicht. Und das Verhältnis zwischen den beiden ist sehr, sehr, sehr schwierig. Über die meiste Zeit des Buchs hinweg. Ansonsten haben wir dann noch natürlich die Ermittlungen von der Polizei dort. Da stehen im Vordergrund Aaron und Sean. Aaron wurde von einer anderen Dienststelle abgezogen und soll sich dort ja, mal umschauen, was sie dort erreichen kann. Aaron war, glaube ich, die Person, die ich am meisten mochte in dem Buch. Auch sie war ein bisschen schwierig, aber ich konnte sie besser durchschauen als Jules und als Lena. Ich konnte das meiste, was sie gemacht hat, nachvollziehen. Hatte aber gleichzeitig auch das Gefühl, dass es jetzt nicht so sehr im Vordergrund stand, was die Polizei so gemacht hat. Und es war ehrlich gesagt ein Pluspunkt an dem Buch, weil das ja das, was ich nicht so sehr leiden kann in Thrillern und Krimis, warum ich die meistens nicht lese. Ja, und Sean ist dann der Ermittler, der auch in der Stadt gewohnt hat, der auch die meiste Zeit sehr merkwürdig ist, etwas neben der Spur quasi. Und dann gibt es natürlich noch sehr viele andere Personen aus Beckford, die wir hier irgendwie beleuchten und einer merkwürdiger als der andere. Insgesamt fand ich das Buch aber ehrlich gesagt nicht ganz so stark wie Girl on the Train. Obwohl ich fand, dass Girl on the Train mehr Thriller-Elemente drin hat als Into the Water, hat mir Girl on the Train damals besser gefallen. Also meine Erwartungshaltung an dieses Buch hier war dementsprechend hoch, und konnte nicht so richtig getroffen werden. Ich fand es die meiste Zeit hauptsächlich merkwürdig und die Personen waren schwer auseinanderzuhalten. Es waren nämlich sehr, sehr viele Frauen. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wen habe ich denn immer. Ich habe Nikki, komischerweise Nikki, obwohl ich selber Nikki heiße, habe ich Nikki immer verwechselt mit Helen, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es gab sehr viel mehr Frauennamen in dem Buch als Männernamen. Und dann haben wir da immer noch es hat immer mal geschwankt. Es gab einige Personen, die in der Ich-Variante geschrieben wurden und einige Personen, wo dann allwissender Erzähler genommen wurde. Wahrscheinlich, um abzugrenzen, wer jetzt so die Hauptpersonen sind und wer die Nebenpersonen. Das hat mir aber jetzt auch nicht wirklich weitergeholfen, ehrlich gesagt. Ich musste trotzdem zwischendurch immer wieder überlegen, wer ist jetzt das, wer war das. Habe wieder zurückgeblättert und hin und her geblättert. Es war etwas schwierig für mich auseinanderzuhalten. Und ich erinnere mich, dass ich das Problem bei Girl on the Train zum Beispiel nicht hatte. Aber da gab es ja, glaube ich, weniger Personen, ne? Ich bin mir ziemlich sicher. Also, es steht Roman drauf. Es ist ein Spannungsroman, steht hinten drauf, mit so ein paar Thriller-Elementen. Also ich fand es eher durchwachsen. Es hat mir nicht ganz so gut gefallen, was ich sehr schade finde. Ich hätte gehofft, dass es mir besser gefallen würde, was jetzt leider nicht der Fall war. Kann ich jetzt aber halt auch nicht mehr so richtig ändern. Es hat mich nicht überrascht, das Ende, ehrlich gesagt.
So, ansonsten, das Buch kam unter demselben Titel 2017 raus. Auch diese Ausgabe ist von 2017. Und wie gesagt, aus dem Verlag Blind Valley oder so ähnlich. Normalerweise kann ich euch nicht sagen, da ist ein Aufkleber hinten drauf. Und wenn ich den abmache, dann... Ich glaube, ich kriege den nicht ab. Das sind diese Aufkleber, die man nicht abkriegt. Ich glaube aber nicht, dass da der Preis hinten... Nee, ich glaube, das ist so eins, wo dann der Preis nicht dasteht. Also insgesamt, stopp. Da ist noch Danksagung. Insgesamt 473 Seiten. Ja. Ich erinnere mich ganz genau dran. Durch Girl on a Train war ich innerhalb von 2-3 Tagen durch. Für das hier habe ich über eine Woche gebraucht, was auch dafür spricht, dass es nicht ganz so stark war. Könnte aber natürlich auch einfach nur mein Eindruck gewesen sein. Vielleicht, weiß nicht, habe ich das jetzt zum falschen Zeitpunkt gelesen. Vielleicht würde es mir in 2 Wochen besser gefallen. Aber ich habe es halt jetzt gelesen und jetzt hat es mir nicht ganz so gut gefallen. Finde ich sehr schade. Aber ich denke mal, wenn ich irgendwas von ihr wieder sehe, von Paula Hawkins, dann werde ich trotzdem zugreifen. Vielleicht gefällt mir das nächste Buch ja besser. Ja. Okay, gut. Ich glaube, das war's. Ich denke, das war's. Gut. Dann würde ich sagen, ja, machen wir erstmal Schluss für heute. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung mit hoffentlich besserem Wetter. Bis dann.